warum man immer wieder herumblödeln sollte und was das mit Kreativität und Kunst zu tun hat, darum geht es heute. Hallo, ich grüße euch. Ich heiße Uta Lösken, bin Künstlerin und hier gibt es Atelier-Einblicke, Tipps und Gedanken rund um Malerei und Collage. Wie viele von euch wissen, nutze ich seit Anfang dieses Jahres tägliche Collagen als eine Art Spielwiese. Einerseits helfen sie mir im Tun zu bleiben, auch wenn ich mal wenig Zeit habe. Eine schnelle Studie mit Formen oder mit Farben, das geht eigentlich immer. Und auf meinem kleinen Format von 15 mal 15 Zentimetern kann ich ja herrlich experimentieren. Ich kann ausprobieren, was vielleicht ja bei größeren Flächen zum Einsatz kommt. Manchmal liefert eine kurze und nicht so ganz ernst gemeinte Bemerkung sogar den Einstieg in eine Miniserie. Meine Collage vom 1. Juni sah so aus. Ich hatte da Reste einer Magazinseite genutzt und damit gespielt. Und dann habe ich überlegt, was könnte diese Collage für einen Titel bekommen? Mein Schatz hat dann gegrinst und gemeint, Paul ist weg. Ich habe es übernommen und dieser Satz war dann ja der Startpunkt für die nächsten 11 Collagen. Gehen wir ins Atelier. Paule ist weg. Ein Satz mit 11 Buchstaben. Jeder Buchstabe soll jetzt zu einer Collage werden. Ich habe mir also überlegt, mit einzelnen großen Buchstaben als Startpunkt eine Collage zu beginnen. Damit ich die Buchstaben jetzt mir ausschneiden kann, habe ich sie mir auf einem Papier einfach ausgedruckt in einer Schrift, die ich mag, die ich schön klar finde und die auch gut auszuschneiden ist. Habe mein farbiges Papier mit einer Klammer unter dem jeweiligen Buchstaben befestigt und mit einem Cuttermesser trenne ich jetzt den Buchstaben durch beide Schichten raus. Was ich auch bei diesen Collagen nutzen möchte, ist einerseits die schwarze Pappe. Alle bekommen eine schwarze Pappe unten drunter und ich möchte mit Transparenz arbeiten. In diesem Fall mit Teebeutel. Wenn man die trocknet und dann die Innereien rausnimmt, kann man sie ein bisschen glatt streichen und aufgeklebt wird das hinterher sehr schön transparent, fast unsichtbar. Außerdem möchte ich in den Collagen Schrift nutzen, Buchseiten oder Noten oder Zeitung. Das sind so die Vorgaben, die ich mir selber gemacht habe. Und jetzt fange ich an, mit diesen Elementen nach und nach zu spielen. Ich fange also mit den ersten Teilen an und dann überlege ich, was kann ich noch gebrauchen, was macht meine Collage interessanter. Wichtig dabei sind einerseits Dinge, die das vereinheitlichen. Also in diesem Falle sind es bei mir die Farben. Ich versuche, jede Collage in einem farblichen Schwerpunkt zu gestalten. Hier das Grün. Andererseits möchte ich aber auch Unterschiede haben. Also ich habe zum Beispiel die kleinen Buchstaben der Schrift und den großen Buchstaben, den ich ausgeschnitten habe. Ich habe undurchsichtige Geschichten und ich habe Transparenzen. Ich habe helle und ich habe dunkle Bereiche. Ich habe kleine und ich habe große Bereiche. Das ist so das, was man sich dann überlegt. Ich habe mir auch vorgenommen, für diese Collage-Serie die Elemente hauptsächlich horizontal oder vertikal anzuordnen. Das waren so die Rahmenbedingungen, die ich mir gesetzt habe. Und innerhalb dessen spiele ich jetzt herum. Das ist auch eine ganze Weile, schiebt man so ein bisschen hin und her. Und irgendwann, ja, sage ich mir, das passt so für mich, lege sie beiseite und etwas später klebe ich sie dann auf. Ich zeige euch noch ein zweites Beispiel. Dieses Papier hier, das sind Küchentücher, die ich beim Aquarellmalen benutzt habe, um Farbe abzutupfen oder den Pinsel auszuwischen. Wenn man die dann auseinander nimmt, die einzelnen Schichten, werden sie sehr dünn und fragil und auch die ergeben schöne transparente Schichten, wenn man sie später aufklebt. Ich habe mir hier als Schwerpunktfarbe das Orange genommen und versuche jetzt also auch noch weitere orange Elemente zu ergänzen. Das ist das Schöne, wenn man mit solchen Schichten arbeitet. Man kann Teile abdecken, man erkennt sie aber trotzdem noch. Die Farben werden etwas gedämpft durch die darüber liegende transparente Schicht. Also da kann man auch sehr schöne Effekte erzeugen. Hier fehlt mir auch noch die Schrift in meiner Collage. Und ich habe einen Moment überlegt, wo ich sie denn haben möchte. Also wieder beiseite räumen, wieder von unten aufbauen. Das ist ein ewiges Spiel bei den Collagen. Ausprobieren, was funktioniert.
Und manchmal fängt man dann wieder von vorne an. Wenn ich alle Collagen fertig vorbereitet habe, geht es ans Aufkleben. Ich möchte das in einem Schwung machen, dann brauche ich nur einmal meinen Pinsel später auszuwaschen und verschwende nicht so viel von meinem Acrylbinder. In diesem Fall möchte ich nämlich mit diesem Acrylbinder, einem glänzenden, kleben und das Ganze später überziehen. Der ist sowieso da, den möchte ich aufbrauchen, mal so nach und nach. Und als Kleber für nicht so dicke Papiere funktioniert der super. Ich habe mir vorher versucht, ungefähr zu merken, wo meine Elemente liegen. Ich habe es aber jetzt auch schon ganz klein bisschen anders gemacht als bei der ursprünglichen Version. Aber das ist egal. Manchmal überlegt man sich es dann noch ein bisschen anders und baut dann wieder Stück für Stück die Collage auf. Hier könnt ihr auch sehen, wie schön dünn beim Aufkleben der Teebeutel wird. Wobei jetzt der Acrylbinder ja noch milchig ist, der trocknet klar auf und ihr werdet später sehen, man kann den Teebeutel kaum noch erkennen. Meine Collagen sind alle ein bisschen wellig durch die Kleberei. Um die zu pressen, lege ich sie jetzt zwischen Wachspapier. Gerade der glänzende Acrylbinder hat so die Neigung dazu, mit anderen Dingen ein bisschen zusammenzukleben. Und um das zu vermeiden, nutze ich hier das Wachspapier. Ich lasse das Ganze dann beschwert mit zwei Büchern einfach über Nacht liegen und hoffe, dass sie dann ein bisschen flacher und ebener werden. Schauen wir mal. Ich zeige euch jetzt die Collagen alle nochmal von P bis zum letzten Buchstaben G. Paula ist weg. Ihr seht, auch wenn der Titelvorschlag nicht ganz ernst gemeint war, hat er eine Idee angestoßen und die hat mich wiederum ein ganzes Stück weiter auf meinem Weg gebracht. Bei der Arbeit an dieser Serie von dunklen Collagen habe ich gemerkt, wie sehr ich diese transparenten Schichten und das Übereinanderlagern mag. Ich habe also daraufhin in meinem Fundus geschaut, was ich alles an transparenten Papieren habe, um damit dann bei den nächsten Collagen weiterzumachen. Auch das serielle Arbeiten habe ich im Juni durchgehend genutzt, und zwar in Form von Mixed-Media-Collagen. Was ich dabei alles auf meinen Aquarellkarton gebracht habe, das könnt ihr dann beim nächsten Mal sehen, und zwar wieder in 2 Wochen. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Bleibt kreativ, bis dahin und tschüss!